Das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einem allgemeinen Kommentar beginnen, der sich auch auf die vorangegangene Debatte bezieht. Wer Ungleiches gleich behandelt, der handelt weder moralischer noch vernünftiger, sondern einfach nur töricht, meine Damen und Herren. Und den Unterschied zwischen 2015 und heute nicht zu erkennen, also dazu gehört schon viel, jetzt ist der Kollege Lind leider nicht mehr da, aber fast hätte ich gesagt, den muss auch ein Blinder mit Krückstock eigentlich erkennen. 2015, meine Damen und Herren, 2015, meine Damen und Herren, 2015, meine Damen und Herren, da mussten die öffentlich-rechtlichen Medien Frauen und Kinder mit der Lupe suchen, um sie uns anschließend im Fernsehen zu präsentieren. Heute ist es anders. Es kommen überwiegend Frauen und Kinder, und damit kommen wir auch zu unserem Thema. Es kommen überwiegend natürlich auch Schülerinnen und Schüler und auch Studentinnen und Studenten. Die Zahlen sind schon genannt worden. Über 113.000 Schüler sind bereits an den Schulen aufgenommen worden. Bis zu 400.000, das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt, werden erwartet. Hinzu kommen 100.000 Studenten, die an die Hochschulen kommen wollen. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Zahlen ist das, was Sie vorgelegt haben als Ampelkoalition, wirklich ein Witz. Es droht eine enorme Belastung, und es ist schon die zweite Belastung, die auf die Schulen zukommt innerhalb kürzester Zeit. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und Eltern haben noch gar nicht ihre Corona-Maßnahmen verdaut. Jetzt kommt schon die zweite Krise wiederum auf sie zu, und sie lassen sie ein zweites Mal wieder im Regen stehen, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Ein zweites Mal darf eine solche Krise nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Die Kollegin von der CDU hat es bereits richtigerweise gesagt. Wenn wir ihren Antrag uns mal anschauen, dann enthält er viele wohlfeile Absichtserklärungen, viel heiße Luft. An konkreten Zahlen findet man äußerst wenig. Eine Zahl wird genannt, das ist die 1 Milliarde, die sich der Bildungsbereich auch noch teilen soll mit dem Gesundheitsbereich und dem Pflegebereich. Auf der anderen Seite waren Sie doch in der Lage, in aller Kürze 100 Milliarden für Waffen in den Raum zu stellen, das berühmte Sondervermögen. 100 Milliarden für Waffen, 1 Milliarde für Bildung, meine Damen und Herren. Das ist ein extremes Ungleichgewicht, wenn man mal bedenkt, dass ja schon vor der Krise beispielsweise die KfW den Bedarf für die Renovierung unserer Schulen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt hat. Und jetzt kommt diese Belastung noch dazu. Wie soll denn das weitergehen, meine Damen und Herren? Das werden Sie vor allen Dingen auch den Eltern erklären müssen in den nächsten Monaten. Unser Antrag hingegen, den wir Ihnen vorgelegt haben, als kleine Hilfe vielleicht, damit Sie hier möglicherweise auch zusammen mit den Ländern noch und den Kommunen zu etwas Konkreteren kommen, hoffentlich bald, der enthält einige konkrete Vorschläge. Wir fordern einerseits den Finanzbedarf für bis zu 24.000 Lehrer, das kommt aus der KMK, diese Zahl, den wirklich ehrlich zu ermitteln. Was kosten 24.000 Lehrer? Können die Kommunen das selber schultern? Welche Räume werden weiterhin gebraucht? Auch dazu finden wir nichts in Ihrem Antrag. Darüber hinaus schlagen wir Ihnen vor, die Einbindung der ukrainischen Lehrkräfte, haben wir auch relativ wenig gehört, das müsste noch intensiviert werden. Denn, meine Damen und Herren, wichtig ist ja auch eines festzuhalten. Die ukrainischen Kinder, die Flüchtlinge, wollen ja wieder zurückgehen. Sie wollen ihre Identität bewahren, und sie sind nicht gekommen, um unsere Defizite auf unserem Arbeitsmarkt zu stopfen. Also kommen Sie gar nicht auf die Idee, damit die Defizite, die in unserem Land durch Ihre Regierung angehäuft worden sind, zu beheben. Und schließlich der letzte Punkt. Wir schlagen auch vor, die Lernplattform in der Ukraine zu nutzen. Die hat sich in der Corona-Pandemie bewährt. Man kann sie hervorragend in den deutschen Unterricht integrieren. Schlusswort: Bildung ist nicht nur eine Ware, aber man braucht für gute Bildung auch Geld. Also geben Sie sich einen Ruck, meine Damen und Herren. Herr Frömming, möglicherweise haben Sie ja gedacht, das ist eine lustige Bemerkung, die Sie zu Herrn Lind gemacht haben. Ich will Sie darauf hinweisen,
dass das erstens kein Umgang ist mit einem Kollegen, der offensichtlich gerade einen Unfall hatte, und zweitens ist es auch kein Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, eine solche Bemerkung hier im Parlament zu machen. Das Wort geht an den Kollegen Kai Gehring für Bündnis 90 Die Grünen.